Hi, ich bin die Jessica von der Deutschen Bank und wir haben uns heute einen Praktikanten gemietet, den Aaron. Hallo Jessica. Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Was mache ich heute? Kriege ich Geld? Komme ich in den Tresor? Kriege ich den Bankkartenstand von Bella und Innsbruck? Alles. Ah, geil. Ja, also. Bei Innsbruck ist nicht viel drauf, wie ich gehört habe. Wir lassen dich auf jeden Fall auf die Kunden los. Ja. Du wirst an einem Workshop teilnehmen. Super. Und ich hoffe, eine ganze Menge Spaß bei uns heute. Kann ich auch so ein bisschen mit dem Geld spekulieren, so Aktien da kaufen, dies, das, Book of Ra, Roulette, auf alles auf Rot. Fall. Machen wir alles. Okay. Wirst du alles erleben. Aber jetzt lass uns erstmal ins Morning Huddle gehen. Ja. Let's Morning Huddle, das heißt Huddle. Ja, Morning Meeting. Genau, Morning Meeting und lernst einmal alle deine heutigen Kollegen kennen. Sehr gut. Und ja, dann geht's los, würde ich sagen. Geil. 4, 3, 2, 1. Let's go! Wir haben heute einen Gast bei uns. Hallo. Den Aaron. Hi. Der wird heute den ganzen Tag bei uns sein. Er ist nämlich unser Praktikant für heute. Ja. Ja, genau. Ich liebe Geld und ich liebe Rentner abzocken. Okay. Dann bist du hier, glaube ich, nicht richtig, aber wir werden mal schauen. Bevor es gleich losgeht, wir haben eine kleine Tradition. Kurze trinken hoffentlich. Nein, jeder, der neu ist, muss sich einmal kurz vorstellen. Ein bisschen was über sich erzählen und du darfst was Peinliches und oder Lustiges über dich erzählen. Hallo, mein Name ist Aaron Troschke. Ich bin mittlerweile 30. Wie ich sehe, hier trotzdem der Jüngste. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Eine peinliche Geschichte. Oh, was ist ein peinliches? Ich war letztens total besoffen auf dem Dreh und habe Frauke Ludewig und Dagmar Wölf verwechselt. Das war sehr peinlich. Und wie haben sie reagiert? Weiß nicht mehr. Tagesmotto brauchen wir noch für heute. Ja, ich würde ja sagen, Praktikanten an die Front passt heute ganz gut. Wir machen jeden Tag ein Tagesmotto. Ja. Und ich glaube, Aaron, das ist ja heute dein Job, ne? Für Klicks machen wir alles, würde ich sagen. Okay. Alles? Ja, hallo, na? Okay, sehr schön. Ich glaube, du fängst mit Krille an. Oder wer ist Krille? Ah, ey, Krille. Hey. Na? Ja, das passt doch schon. Ja. Ja, Aaron. Herzlich willkommen bei der Deutschen hallo, Bank. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr. Hier im Quartier Zukunft. Wo ist der Tresorraum? Wo ist der Tresorraum? Den zeige ich dir später. Du bist eben noch nicht gewappnet für den Tresorraum. Ach so. So, ich würde sagen, wir starten mal einen kleinen Rundgang. Bitte. Wir starten vorne am Eingang. Der Eingang, ja. Das ist aber schon sehr schick. Also, hier siehst du schon die erste Besonderheit, die wir hier haben. Und zwar ein Vorhang. Wow. Ein Vorhang, genau. Wie es sich gehört in einer normalen Berliner Pinte. Ja, dass man zuziehen kann. Warum? Es wurde mal erzählt, dass die Schanklizenz in Berlin ganz klassisch ist, dass man nur eine Schanklizenz bekommt. Wenn die Tür nach außen aufgeht. Ja, genau. Hatte ich im Backshop, deswegen konnte ich kein Bier verkaufen. Einfach für die Jugend zuziehen kann, ja, dass man nicht alle Gesichter sieht. Wirklich? Ah, genau. So wie es klassisch in der Bank ist, Türen gehen nicht nach außen auf, sondern nach innen. Warum, Aaron? Aber was ist, wenn ich wegrennen will? Dann bin ich ja, guck mal, dann, du willst mir was, willst du, dann kann ich ja so, komme ich ja nicht raus. Deswegen kann ich ja sagen, halt, du hast vergessen, was zu unterschreiben. Ach so, okay, okay. So, warum gehen die Türen nach innen auf, Aaron? Keine Ahnung, wir reden heute über Geld. Ja, über Geld, du und dein Geld. Ja. Dass die Polizei reinstürmen kann. Ach so. Ganz genau. Ah! Oh Gott, du warst aber der Polizei. Ja, das ergibt voll Sinn. Boah, du guckst meine Videos. Ein Mitarbeiter mit Geschmack. Aber das ergibt voll Sinn. Quartier Zukunft. Unser Konzeptstore von der Deutschen Bank. Also was ist hier der Unterschied? Zum einen, wir haben hier einen Kaffee, wie du siehst. Ja. Kann ich hier einfach ganz privat reinkommen, Kaffee trinken? Du kannst hier ganz privat reinkommen, Kaffee trinken. Oh, schön. So, du bist einfach zu schnell, Aaron. Ach so, ja, das sagt Bella auch immer. Euch erzählen. Warum haben wir hier die ganzen Bildschirme? Hier sind die ganzen Leute. Alle unsere Kollegen, die hier arbeiten, sind hier abgebildet. Warum? Okay. Weil du weißt ja, wie die Jugend ist. Setz dich doch mal hin. Ich setz mich hin. Ja. Die Jugend entspannt, trinkt Kaffee. Ja, und was machen wir automatisch? Wir gucken rum, spielen Handy rum und sind interessiert oder desinteressiert. Und dann fällt der Blick auf diesen Bildschirm. Und dann denke ich so, der Christian, da gucke ich mal, ob der bei LaVou oder Tinder ist, du. Zum Beispiel, ja. Dann suchst du mich und suchst mich, findest mich aber nicht. Dann renne ich aber hier auf einmal live in der Filiale durch die Gegend und dann siehst du mich und sagst, Selfie, den kenne ich doch. Ja, dann willst du ein Autogramm haben, dann kriegst du ein Autogramm von mir und einen Kreditvertrag. Ah, okay. Kurz die Frage beim Eingang. Ich dachte, wenn man bei der Deutschen Bank reinkommt, wird man so direkt so mit Geld beschmissen. Ja, zeig doch mal, wie das aussehen würde. So viel ist es ja gar nicht. Nee, ist auch nicht. Warum Kredit? So, also es geht weiter. Hier haben wir mehr oder weniger. Und hier ist die Bank. Es ist ja alles Bank, aber hier fängt so dann das Bankgame richtig an. Aber war so nicht der Bankberater früher so gesichert, damit ich ihn nicht überfallen kann? Ganz genau, du kannst ja einmal kurz hier mit rüberkommen. Und dann siehst du nämlich hier schon mal eine Besonderheit. Du siehst nichts. Komm wieder her. Ja, das stimmt.
Warum nicht? Warum nicht? Weil wir bargeldlos sind in dieser Filiale. Aber was ist denn, wenn ich da drüben bin, in diesem Rolex-Laden, mir eine Roli kaufen will und ganz dringend Bargeld brauche? Hast du dir schon mal eine Rolex gekauft? Nee. Also hier sind wir auf dem Marktplatz, unsere große Veranstaltungsfläche, wenn du willst. Diese Veranstaltungsfläche dient zum Beispiel für unsere Coworker. Ja, das ist nämlich auch ein Coworking-Space. Ich kann hierher kommen arbeiten. Du kannst hierher kommen und arbeiten. Gratis-Internet. Gratis-Internet? Hallo Klaus, ich möchte mich bitte anmelden zum Coworken. Ja, wunderbar. Kann ich mir dann auch ein paar Filme runterladen? Da gibt es gerade so neue Sachen im Kino, die wollte ich unbedingt mal sehen, du. Nun ist das Prinzip vom Coworking jetzt eigentlich nicht Filme angucken, aber was jeder hier einzeln macht. Dann hast du mich noch nicht einsicht. Dann bekommst du natürlich auch feierlich dieses wunderbare Patch überreicht. Geil. Da siehst du auch noch mal für dich, ganz kurz erklärt, was so unsere Bedingungen sind zum Coworken. Wir sind im Coworking Space, das kann auch mal etwas lauter zugehen. So, hau mal mit. Immer schön hinterher. Was haben wir hier? Und zwar, wir haben eine Kids Corner. Ach, geil! Mann. Marvin, kommst du bitte, wir wollen dich heute nicht mehr dabei haben. Mann, ey. Super. Stopp, Marvin, Schuhe aus. Schuhe aus. So, jetzt setz dich da mal hin und sei lieb. Und spiel mit dem Hubschrauber, mach mal so tschü. Wie macht so ein Hubschrauber? So, Aaron, geh mal rein. Ja. Wir haben unsere Beratungskabinen. Auf den ersten Blick ganz. Natürlich erstmal, dass jeder Bankangestellte, falls er nicht mehr klarkommt, 1, 2, 3, 4. Ganz genau. Wenn du die Tür schließt, dann kannst du einmal hier drücken. Hier? Ja, und dann siehst du, dass es sich vernebelt automatisch. Unterschreib! Genau. Hallo, schön, dass du da bist. Also Mitarbeiterbereich. Natürlich ist es so, Mitarbeiterbereich grundsätzlich offen, aber neugierige Nasen, wie du es natürlich auch bist, kann man die Tür schließen, weil es soll natürlich transparent wirken. Das bedeutet, der Kunde hat natürlich keinen Zugang, weil Datenschutz, Bankgeheimnis, großes Thema auch bei uns. So, Aaron, wir warten jetzt auf Kunden. Ja. Wenn die Kunden kommen, zeige ich dir mal, wie wir sie begrüßen. Okay. Und dann führen sie mal ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, kannst du es auch mal machen, oder? Ja, klar. Okay, dann passe ich jetzt auf. Gerade hinstellen, Bauch rein. Gerade du hast einen Anzug an. Ich habe einen Anzug an. Ich muss keinen Anzug anhaben. Ach, muss man nicht? Muss man nicht, bei uns nicht. Geil, hätte ich Jogger. So, jetzt an das Thema, jetzt haben wir Kunden. Okay. Christian Weichert. Hallo. Hallo, Aaron Troschke. Ach, ihr seid die Gründerlegis. Wir gehen mal durch unser Café. Sozusagen der erste Aufnahmepunkt für die Kunden. Es fällt mir voll schwer, in so einer seriösen Optik blöde Witze zu bringen. Schnell hinterher. Business-Themen besprechen. Vielen Dank. Ja. Und dadurch, dass ich kein richtiger Mitarbeiter der Deutschen Bank bin, bleiben die Portemonnaies drin. Der Kunde kann hierher kommen, sich einfach hinsetzen, Laptop aufschlagen. Unser Teambereich, der sehr offen gestaltet ist. Ich will Sie nicht länger aufhalten, nur eine kleine Führung gewesen. Vielen Dank. Aaron, die Damen haben einen Termin, wenn du möchtest. Also einen Termin, ja, dann bringen wir Sie. Worum geht es bei dem Termin? Darf man das fragen? Um Kooperation. Kooperation. Gründet ihr oder seid ihr die mit Mädels? Wir sind Freundgründerin. Ah, okay. Ich möchte mit der Deutschen Bank zusammen. Ah, sehr gut. Ja, die sind sehr gut. Die kaufen immer Anteile und sind beim Exit auch sehr einfach zu handhaben. Ich mache ja wirklich viele Praktikas und heute bin ich ein bisschen nervöser, weil Bank ist doch so ein Geld, ist so ein ernstes Thema. Darüber reden die Leute nicht gern. Oh, eine Dame. Dankeschön. Aber was sag ich nochmal? Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Aaron Troschke. Ich bin Praktikant bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen. Wir heißen Sie willkommen und wollen Ihnen in unserem Quartier der Zukunft willkommen heißen. Dankeschön. Können wir helfen? Ich suche eigentlich Geldautomaten. Hier ist leider nur geldlos, es gibt kein Geld. Oder? Bargeldlos. Bargeldlos, ja. Gibt es hier wirklich gar kein Geld? Wie viel wollten Sie denn abheben? Das zeigt doch EC-Karte um die Ecke. Richtig. Gibt es doch Geld? Es gibt doch Geld, Aaron. Wie lange sind Sie schon Deutscher Bankkunde? Ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre? Hat die Deutsche Bank Ihnen schon mal Gutes getan? Ja. Ach so. Ich dachte, Sie sagen jetzt nein. Ich tue Ihnen Gutes. Von mir gibt es heute Geld zurück für Deutsche Bankkunden. Ganz einfach, ich stelle eine Frage, wenn Sie richtig antworten, gewinnen Sie 50 Euro, ja? Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Elena Schmidt. Richtig, Glückwunsch, ihr. Guck, so macht man Kunden glücklich. Super. Wenn Sie mal ins Internet wollen, melden Sie sich hier an. Haben Sie Kinder? Ja, aber mein Sohn ist schon erwachsen. Ach wie, sind Sie etwa mit 10 Mama geworden? So. Schauen Sie mal, hier geht's zum Geldautomaten. Bevor Sie da reingehen, die 100 Euro abheben, machen wir aber einfach noch einen Quiz. Ja? Wie wird Bank geschrieben? B-A-N. Glückwunsch, 100 Euro müssen Sie gar nicht abholen. können Sie da direkt weitergehen. Sehr offene Art, sehr freundlich, das ist schön. Ja. Ein bisschen mehr Sachverstand wäre schön gewesen. Ich habe nicht zu oft gehört, ich war aufgeregt, es geht um Geld. Ich glaube, du hast nicht zugehört vorhin, oder? Doch. Sei ehrlich. Ich habe doch alles eins zu eins wiedergegeben. Ich finde aber auch diesen Geldautomatenteil sehr nett. Der ist auch ein schöner Geldautomatenteil. Ah, der Kollege geht extra weiter nach hinten. Wir gehen jetzt mal zu Michael. Ja, Michael, was machen wir mit Michael? Michael macht Telefonberatung, ist einer unserer Investment-Kollegen. Okay. Da kannst du mal ein bisschen zuhören. Kann ich meine dicken YouTube-Einnahmen investieren? Ja, du kannst zum Beispiel gucken, ob du Google-Aktien kaufst oder nicht. Ah, okay. Ja. Ich muss dich vorwarnen. Ja, Michael würde dich gleich begrüßen mit einem klassischen
Anti-Hertha-Spruch, weil... Du bist Union-Fan? Natürlich. Ah, okay. Schon mal keine Ahnung vom Fußball, aber vielleicht von Aktien. Prima. So, du willst mal ein bisschen was mitkriegen hier bei uns, was wir klassisch im Backoffice im Grunde machen. Wir sind hier in einen anderen Raum gegangen, damit wir keine sensiblen Daten hier einsehen können. Okay. Von daher habe ich, zumindest wenn ich in meine E-Mails gucke, mal eine Rückrufbitte drin. Die könnten wir jetzt einmal angehen. Ja, wen rufen wir denn jetzt an? Ein Kunde von mir, der nur einen Rückruf bittet. Hallo! Nicht wundern, dass hier noch jemand... Hallo. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Hallo! Der Praktikant ist aber laut. Das stimmt. Das werden wir ihm noch beibringen. Herr Schmitz, Sie warten um Rückruf. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mir mal mein Depot angeschaut und habe halt festgestellt, und ich muss mal wieder was machen, weil wir beide schon lange nicht mehr gesprochen haben. Und außerdem habe ich Privates was Großes vor und irgendwie brauche ich mal einen Rat von ihm, was wir wieder machen können, und muss mich gerne mit Ihnen treffen. Das können wir gerne tun. Wollen wir später darüber sprechen, was es ist, oder wollen Sie mir schon konkret was mitgeben? Ja, nee, wenn Ihr Praktikant daneben sitzt, dann lassen Sie uns das später machen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das ist bestimmt besser so. Ich finde es kurios, wir Deutschen sind schon sehr so, wir reden nicht gern über Geld und nee. Der kleine Hirni, der daneben sitzt, soll es jetzt auch nicht mitkriegen. Ah, hängt der Kollege voll. Dem geht's gut. Okay, wo ist die Adresse nochmal? Okay. Nein, tatsächlich, über Geld wird wenig gesprochen. Wenn Geld verloren wird, dann wird drüber gesprochen. Wie viel verdienst du hier? Das kann ich auch nicht sagen. Aber es gibt eine schöne Tabelle im Internet. Da kann man sich die Tarife angucken. Ach wirklich? Das kann man nicht angucken. Krass. Weswegen rufen die Leute eigentlich am meisten an? Also ich war ja mal bei der Berliner Polizei in der Notrufzentrale, da rufen die wegen jedem Kack an. Was ist so das meiste, was dich die Leute fragen? Das meiste? Ich glaube, es sind eher, ja, entweder Terminvereinbarungen. Ja? Der Klassiker sicherlich, dass die ein persönliches Gespräch haben möchten. Ich würde noch sagen, es ist viel Technik, die nicht geht. Vielleicht ein Handy ausgetauscht wurde, Fototan, okay. Also die im Grunde die neue Legitimation fürs Online-Banking dann nicht mehr funktioniert. Weil private Frage, weil ich ganz viel RTL 2 gucke, wie oft rufen so am Monatsende Leute an, warum ist es noch nicht drauf? Bei mir gar nicht. Okay, bei dir gar nicht. Dann kam mein Anruf noch nie durch. Und der von Marvin auch nicht. Genau. Jetzt haben wir wieder einen realen Fall. Mal eben, Kollegin von mir hat einen Kundentermin. Ja? Die Kundin ist schon da. Zu früh. Und spielt am Handy rum. Es ist immer gut, dass die Kunden früher kommen. Besser früher als spät, das weißt du ja. Kennst du ja. So, also, ich würde vorschlagen, ganz klassisch, wir bieten den Kunden natürlich immer einen Kaffee an oder was zu trinken. Du gehst einfach mal hin, begrüßt die Kunden. Ist der Kaffee umsonst oder kriegen sie einen? Nein, der ist umsonst. Wir laden den Kunden natürlich ein. Ah, okay, das ist ja. Alle Gäste, die bei uns ein Gespräch haben, werden natürlich eingeladen. Ah, okay. Deshalb aber nur einer. Wunderschönen guten Tag, hallo. Aaron Troschke, Praktikant Deutsche Bank. Ja. Darf es ein Kaffee sein? Weil Marlene braucht noch kurz, sie ist im Telefonat. Kaffee, Cola, Gin Tonic, Kakao? Ja. Haben wir Kakao? Ja, natürlich. Ja. Dann hole ich gerne einen Kakao. Hallo, ich habe gerade eine Kundin da, die hätte gerne eine heiße Schoki. So, hier einmal der Kakao. Wir haben heute auch einen Deutsche Bank Aaron Spezialkurs von meinem eigenen Geld. Wie heißt das? Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. 50 Euro für Sie. Unterschreiben Sie nachher hier einen Vertrag. Ich gehe die Kollegin holen. So, hier sitzt einmal die Kundin. Hallo, ich bin Marlene. Hi. Ach, ihr macht auch so locker. Ich duze immer alle, aber ihr dürft auch uns entspannen. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, ist das okay für dich? Ja, natürlich. Ja, okay, also. Ich möchte gesiezt werden von euch allen. Okay. Sie hat eben schon 50 Euro im Quiz gewonnen. Sie wusste, dass das ein Löffel ist. Oh, sehr gut. Schon mal, dadurch habe ich schon mal mitgekriegt, dass sie kein Kunde der Targobank ist. Weil sie es wusste. So. Wo bist du denn, Kunde? Bei der Deutschen Bank bei euch. Ah, okay, perfekt. Dann passt es ja. Und du hast Fragen zu Apple Pay. Genau, ich würde es gerne einrichten. Kannst du einmal gucken, ob die auch das Tinder-Profil offen hat? Okay. Dann kannst du gleich swipen? Ja, nach links. Okay. Ja. Ja. Genau. Perfekt. Jetzt wir kommen im 20. Sekunden. Jahrhundert. Und jetzt? Deutsche Bank, euch vertraue ich. Dann ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja, gerne, ich bin Robert. Hallo Robert, ich bin Aaron. Ah, alles Hi. Gut? Servus, ja, alles super. Direkt Vertrauen aufbauen. Du willst ein Konto öffnen? Ich hätte gerne ein Konto. Na los, dann komm mit. Wir gehen mal hoch in den Raum. Los geht's. Manchmal schäme ich mich, die Leute denken auch, was das für ein Hirni. Aaron, jetzt wird's ernst. Datenschutz, Bankgeheimnis, ab hier Schluss. Aber du könntest dich nützlich machen. Ja? Du hast doch mal zwei Kaffee. Das wäre doch cool. Möchtest du wirklich einen Kaffee? Schwarz ohne alles. Schwarz ohne alles? Hallo. Ich soll bitte zwei schwarze Kaffee auf Deutsche Bank. Jawohl, machen wir. Könnt ihr noch ein Spiel spielen? Arbeitet ihr gern bei der Deutschen Bank? Ja, immer nicht.
Weiß ich nicht, einmal in die Kamera, Deutsche Bank. Natürlich Deutsche Bank. Sehr gut. Dafür gibt es einfach von mir, für so motivierte Mitarbeiter. Ich danke dir. Aber sehr gern. Kriege ich den Kaffee auch ohne Spucke. Aaron, verbrenn dich nicht. Ja, so. Ein Traum. Hier ein Käffchen. Komm, ich nehme das mal ab. Da ein Käffchen. Super, vielen Dank. Lasst es euch schmecken. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe gesehen, der hat sehr viel auf dem Konto, deswegen soll ich da nicht rein. Ich sitze jetzt nochmal mit dem Micha da, weil ich ein paar Fragen habe. Zum Beispiel nach Wer wird Millionär habe ich direkt Gold gekauft. Bin ich auch ehrlich, damals für 10.000 Euro, weil mir jemand gesagt hat, Gold ist ganz wichtig, Krisenresistenz. Wenn mal ein Krieg kommt, bist du sicher. Das ist eine Krisenwährung. Ja? Aus, auch. Ja, du kannst es, wie du es nimmst. Ne? Schließfach gepackt oder zu Hause und dann verbuddelt in Berlin, wo ein Riesen-X ist. Und wo? Na, sag ich nicht, wo ein X ist. Naja, also ich glaube, bei Gold scheinen sich so die Geister. Du kriegst keinen Zins. Ja. Ja, also es liegt irgendwo. Wenn es zu Hause, würde ich es jetzt nicht hinpacken. Brauchst du ein Schließfach, zahlst du wieder eine Gebühr. Ja, weil du verbuddelst. In Brandenburg kann ich sagen, aber wo? In Brandenburg ist schon mal gut. An einem See einer Eiche, wie bei die Verurteilten. Okay, mal gucken. Ich glaube, das Thema ist ja, willst du es als Opportunität gegen andere, also als Ausgleich, wenn irgendwas fällt, wird Gold vielleicht als Krisenwährung steigen. Okay. Oder nicht. Ja, also, und wie willst du es machen? Entweder einen Goldbarren kaufen oder eine Münze? Oder du kaufst es wieder als Wertpapier. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, von daher gibt es da nicht die Lösung an sich. Hast du denn insgesamt einen Tipp, wie ich mir ja bei Finanzen ein bisschen besseren Überblick machen kann, weil es ja wirklich echt komplexes Thema? Auf jeden Fall. Ich glaube, beschäftigen sollte man sich damit. Ich kann ein bisschen Schleichwerbung machen. Ne? Wir haben hier durchaus unseren Workshop Fit für Finanzen, okay, den wir selber konzipiert haben, halten, wo es genau darum geht, was ist eine Aktie, was sind Anleihen etc. Also lernst du erstmal alles, weil viele haben ja Angst, weil man denkt, Aktien, da wird man pleite gehen. Das ist das eine Thema, die Zeit. Ja. Keine Zeit zu haben, um sich darum zu kümmern, aber vielleicht auch nicht die Ahnung und zu sagen, oh, ich habe jetzt echt viel Geld auf meinem Tagesgeldkonto, gibt nur keine Zinsen mehr. Da bieten wir durchaus eine Alternative, von daher... Und man muss kein Kunde sein? Man muss kein Kunde sein. Also kann man sich hier anmelden, Quartier der Zukunft, oder, weil ich eine Menge gelernt habe, aber es noch so viel mehr gibt, schreibt doch mal eure Finanzfragen in die Kommentare, dann komme ich nochmal wieder und stell die alle. Ich bin erstmal mit meinen Fragen durch. Ihr kommentiert jetzt, was ist der Minuszins, kann ich Gold jederzeit verkaufen, was könnte man noch fragen, warum ist der Tandek? Schreibt alle Fragen in die Kommentare, die beantworten wir dann nächstes Mal. Danke, mein Lieber. So, Aaron, wir sind durch. Geil. Und, habe ich den Job? Ja, im Rahmen deiner Möglichkeiten, gut gemacht. Kinderparadies kannst du betreuen. Auf jeden Fall, Kaffee bringen kannst du auch. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht bei uns. Sehr, sehr viel, ja. Du kannst gern wiederkommen. Eine Bitte. Ja. Wir sind in der Bank. Vielleicht, wenn du es einrichten könntest. Nee, ich habe mich auch unwohl gefühlt. In der Bank so zu arbeiten, würde ich als Mitarbeiter nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt, weil du dich gut geschlagen hast, guck mal, taufe ich dich ganz, ganz stolz zum Crew-Member. Also, wenn du wiederkommst. Ich wollte eigentlich noch vor der Kamera einmal gucken, Bellas Kontostand, InScope, in Tresorraum. Ja, alle, alle. Können wir das jetzt noch gehen so machen? Durch. Da gehen wir jetzt direkt hin, machen wir dann privat und nehmen wir ja, alles kann weg. Kann ich drin schwimmen? Ja, natürlich. Dagobert Duck, also Aaron Duck dann, okay? Ja, Aaron Duck, sehr gut. Das war's vom Praktikum Deutsche Bank. Wenn ihr noch Fragen habt zu Finanzen, schreibt die in die Kommentare, komme ich nochmal vorbei, aber im Anzug. Super, dann ab in Tresor und gucken mal, weil die Bella, die hat so viel auf dem Konto, das ist eine lange Zahl, da brauchen wir ein paar Minuten. Dann los. So doll habt ihr nicht mal auf der Gamescom abgestaubt, oder? Da braucht man ja dabei, ne? Ich habe nichts verstanden, aber okay, cool. Hey, ihr seid eine Bauernklasse. Optisch sieht man das, aber warum? Ja, ich bin kein Bauer. Nee, sondern? Förster. Und, wie viele Schweine hast du schon geschossen?